Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Mini Motorways. Heute fahren wir mal mit der täglichen Herausforderung fort. Und da sind wir wohl in Peking. Um 15.2021 Brücken, wohin das Auge reicht. Beginnen mit 4 Brücken. Das große Geschäft. Einige Zielfarben sind immer Kreise. Okay. Mal schauen, wie das wirklich läuft. Let's go. Ja, fängt schon gut an. Wenn das erste Ding schon riesiges Einkaufszentrum ist. Mal schauen, wie es läuft. Ich denke mal, ich werde hier nicht so viele Punkte schaffen, wenn viele von diesen Einkaufszentren schon Megazentren sind. Aber wir werden ja mal sehen, wie es läuft. Beispiel das hier könnte schon schlecht laufen, wenn bloß ein Haus mit angebunden ist. Okay, die erste Woche ist schon vorbei. Kreisverkehr oder 2 Ampeln. Ich würde jetzt eher fast die Ampeln nehmen. Ja, nice. Das ist schon mal scheiße. Okay, wait. Das können wir lösen. Indem wir das hier so legen. Und das hier so. Nice. Dann haben wir es schon gelöst, dass alle Farben getrennt sind voneinander. Damit das Ganze etwas besser läuft. Hier sind 4 Häuser. Come on! Soll das jetzt schon ein Witz sein? Dann würde ich einfach gleich da die Kreuzung mit einbeziehen und dann hier eine Ampel hinstellen. Ja, doch. Genau, schauen wir uns mal an, wie das hier so läuft. Sieht ganz okay aus. Wieso sieht man jetzt wieder meinen Mauszeiger nicht, wo ich das eingestellt habe? So. Jetzt sieht man auch meinen Mauszeiger gut. Sorry für die Verwirrung. An Brücken haben wir schon 4, also nehme ich mal einen Kreisverkehr. Würde der sich hier gut machen? Wait mal. Könnte. Okay. Passt so halb hin. Aber ich glaube, ein Kreisverkehr wäre fast besser. Ja gut, muss ich halt kurz hier warten, bis sich das Ganze hier wieder gefangen hat.
So. Können wir das hier so... Ja, obwohl... Schwierig zu sagen, ob das wirklich was bringt. Oder ob eine Kreuzung doch nicht besser wäre, da man hier, also da die gelben Autos geradeaus fahren könnten. Ich lasse das mal so. Vielleicht ist es ja doch etwas flüssiger. Sieht zumindest so aus. Als ob es besser läuft als mit einer Ampel. Ja gut, das Haus ist jetzt doof. Wie auch das hier. Hat gar keinen Sinn. Okay, das ist jetzt auch beschissen. Das können wir hier gar nicht anders lösen. Würde ich schon mal hier vorsichtshalber eine Ampel installieren. Eine Autobahn ist gut. Okay, wir können das natürlich so lösen. Ja. Das wäre wohl das Schlauste. Sieht ganz okay aus. Ob sie die Ampel braucht, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Nee, ist eigentlich unnötig, da es ja nur eine T-Kreuzung ist. Okay, wait. Hier mache ich jetzt, glaube ich, mal eine Autobahn. Dass es ein recht langer Weg ist. Und... Ja, ne, ich warte mal. Vielleicht spawnen hier ja noch weitere gelbe Häuser, genau. Habe ich mir schon fast gedacht. Kreisverkehr oder eine Ampel? Ampel haben wir noch zwei, also ein Kreisverkehr. Sieht bisher gut aus. Natürlich genau jetzt, wo ich das sage. Kommt eine weitere Farbe ins Spiel, die wir hiermit anbinden müssen. Dann ist es eine große Kreuzung, also kommt hier eine Ampel hin. Obwohl wir die Kreuzung wahrscheinlich besser weiter oben. Hier bei der Brücke installieren würden. Obwohl, könnten wir auch so machen. Wäre, glaube ich, was besser. Dann können diese Fahrzeuge hier oben durch. Grün muss zwar hier auch noch einen Anschluss haben. Also kommt hier doch eine große Kreuzung hin. Aber dann haben wir schon mal Blau, die nicht über diese Kreuzung hier gehen. Was gut ist. Ja. Okay, jetzt haben wir hier auch eine größere Kreuzung. Ich schaue mir das Ganze erstmal an. Wie sich das verhält. Bringt das was? Ich glaube nicht unbedingt. Okay, die haben hier schon ein bisschen ein Problem. Ja doch, Blau muss natürlich dann hier nicht nach unten fahren. Bringt, glaube ich, schon etwas. Da
Da ist halt recht viel Verkehr auf dieser Kreuzung, was... Okay. Wait. Jetzt sieht's schon nicht mehr so gut aus. Können wir das irgendwie lösen? Dass Blau vielleicht irgendwie nach hier oben geht und die fahren gleich über diese Kreuzung hier. So drüber. Bewirkt das eine Verbesserung vielleicht? Könnte möglich sein. Oh shit. Das ist das Ganze, was... Okay, ne, ich warte mal. Vorerst noch mit einer Ampel. Ja, obwohl... Okay, das ist jetzt doof. Die sind allerdings gut. Können wir hier nach unten lenken? Könnten wir vielleicht die zwei Häuser hier aus dem Spiel nehmen? Bei Rot fahren eigentlich recht wenige Fahrzeuge. Was nicht unbedingt gut ist. Schauen wir uns das Ganze mal so an. Ja, es geht so. Hier ist ein Knackpunkt. Im Kreisverkehr passt da wahrscheinlich nicht unbedingt hin. Ja, würde gehen. Aber ob das das Ganze hier beschleunigen würde, schwierig zu sagen. Wohl sieht eigentlich... Okay, wait. Mal die Zeit kurz etwas anhalten. Hier haben wir recht viel Rot. Recht viel Rot. Ah, die sind gar nicht mehr angebunden irgendwo. Das ist schlecht. Die könnten wir eigentlich... Keine Ahnung, ob es was bringt. Aber könnten wir hiermit anbinden, dass sie halt über diese Straße hier gehen? Mhm. Ja. Und Geld müssen wir natürlich auch noch irgendwie anschließen. Obwohl die Woche gleich vorbei ist. So sollte es eigentlich gleich gehen. Hier kommt gleich ein Timer. Eine Autobahn. Ja, 30 Straßen oder eine Autobahn, 10 Straßen. Eine Autobahn ist wichtig. Okay. Kurz mal schauen. Wieso hat hier so viele Punkte? Obwohl hier so viele rote Häuser sind. Die von hier oben könnten wir nach hier unten lenken. Mit der Autobahn. Versuche ich doch einfach mal. Vielleicht bringt es was, vielleicht auch nicht. Ja, ist natürlich auch nicht unbedingt so... Nice. Okay. Ja. Lass ich mal. Hier ist ein Problem. Hier. Ja. Diese Kreuzung ist scheiße. Viele rote Autos fahren hier oben lang. Das heißt...
Blau kümmert sich um das hier. Dann würde ich eigentlich hier die Straße abkapseln. Damit Rot, um hier hinzukommen, nur noch von hier unten kommen kann. Dann würde ich vielleicht ein Haus hier mitnehmen. Rot ist im Moment der kritische Punkt. Und diese Kreuzung hier ist sehr schlimm. Weil hier echt viele Fahrzeuge sind. Bis die Straße jetzt hier weg ist, geht es wahrscheinlich noch ein bisschen. Nämlich Blau nach hier oben weg und Rot nach unten weg. Das ist schon besser. Hier sieht es auch wieder besser aus. Okay. Okay, das ist jetzt doof. Komm schon, gleich sollte doch die Straße weg sein. Ich habe keine Straßen mehr. Nice. Was mache ich jetzt? Ich habe keine Straßen mehr. Das ist ein Problem. Eins, zwei, drei, vier Straßen. Solange ich keine Straßen habe, kann ich euch nicht verbinden. Die fahren zwar nicht gerade los, daher... Ja, auch die roten Autos hier. Okay, doch, ein Auto fuhr los. Come on! Lass mich jetzt Straßen bauen! Alter! Das Zeug spitzt sich hier schon zu. Das schlau ist, glaube ich, nicht unbedingt. Nee, gelb wollte ich ja noch mit anschließen. So. Okay, gut, gut, gut. Macht ihr das? Straßen brauche ich unbedingt. Okay. Die können wir hier noch mit anbinden. Die zwei roten Häuser hier sind vorerst stillgelegt. Das ist gut. Macht auch nichts. Das geht auch. Hier ist eigentlich recht wenig Verkehr. Wir könnten natürlich blau hiermit anbinden, dass sie einfach unten rumfahren. Okay, kommt mir eigentlich gelegen. Das ist jetzt nicht so ein Problem. Nope. Kann man ganz okay machen. 500 Punkte. Mal kurz schauen, wenn die Zeit schneller geht, ob das alles funktioniert, wie es sollte. Sieht aber ganz gut aus. Ja, jetzt beruhigt sich das Ganze.
jetzt beruhigt sich das Ganze hier wieder mit Rot vor allem, das ist gut. Grau ist etwas am Struggeln. Das können wir auch lösen. Indem wir das hier nach unten durchziehen. Wenn ich denn genug Straßen hätte. Immer das Problem mit den Straßen. So. Sieht doch ganz gut aus. Bis jetzt. Zumindest. Hier läuft es auch wieder gut und flüssig. Ja. Bei Grau könnten wir dann wahrscheinlich eine Autobahn gebrauchen. Da hier recht am Struggeln sind. Natürlich haben wir keine Autobahn. Muss natürlich so sein. Das wollte ich eigentlich verhindern, dass die blauen Autos auch noch hier durchfahren. Die holen jetzt ernsthaft von hier oben, hier unten Punkte ab. Really? Okay, Rot ist wieder etwas am Struggeln hier. Das machen wir lieber so. Okay. Wait a second. Wait a second. Und das wollte ich ja genau nicht, dass diese blauen hier mit nach... Ne, die fahren von hier nach hier. Das wollte ich ja nicht. Mach das mal wieder rückgängig. Weil Blau sollte bloß hier oben rausfahren, das ist alles. Sonst nehme ich hier ein paar Häuser weg, wenn die hier doof tun. Rot ist wieder heftig am Struggeln. Hier ist ein Riesenchaos. Ein Riesenchaos. Bringt zwar, glaube ich, nicht wirklich viel. Ich weiß eigentlich immer noch nicht, okay, doof, wie man die Grenzen hier anschauen kann. Okay, das ist eigentlich gut. Könnten wir was lösen? Dann kann Rot hier abbiegen. Keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, wait. Rot und Blau kommen sich wieder in die Quere. Muss ich Blau doch hier nach unten schicken vielleicht? Wenn es irgendwie geht. Geht aber nicht wirklich gut. Dann machen wir es so. Können die Blauen hier mitfahren, hier nach oben. Und Rot fährt dann hier nach unten hier hin. Vielleicht bringt das was, um hier... Ja, nice. Das Verkehrschaos etwas wieder aus dem Lot zu bringen. Holy moly, Macaroni. Blau kommt von hier. Was wollen eigentlich die Gelben jetzt hier?
auf dieser Straße. Hä? Wait, what? Gelb kommt von hier. Können wir das nicht irgendwie abkürzen? Das Gelb hier drüber fährt irgendwie so komisch, keine Ahnung. Aber das ist doof, wenn hier Gelb auch noch mitfährt. Das ist unser Tod. Ich sehe das schon. Holy moly. Ja, nice. Okay, langsam wird's kritisch. Hirntimer. Hier. Rot kommt noch einigermaßen nach. Wait. Ein Versuch ist's wert. Obwohl hier Chaos herrscht. Irgendwie so. Was waren eigentlich die blauen Fahrzeuge hier unten? Okay, das ist unser Tod. Das Ding hier ist unser Tod. Ja. Doch. Oder kann man hier die Straße so bauen? Könnte man. Aber bringt wahrscheinlich nicht viel. Rot ist unser Tod. Das war's gleich hier. Und Ende. Ja. Gut. Ist noch etwas schwieriger als gedacht. Zu wenige Autos erreichten dieses Ziel rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 67 Tagen zusammen. 1128 Pendler waren in dieser Zeit auf den Straßen unterwegs. Schauen wir uns mal das Ganze hier an. Holy moly. Peking. Tägliche Herausforderung. Hier war ein richtiger Knackpunkt. Mit Rot. Wie auch hier war ja ein riesiger Stau. Das war echt scheiße gelöst von mir. Naja, kann man nicht ändern. War eine schwierige Herausforderung, finde ich. Habe ich trotzdem, ja, einigermaßen gut geregelt. Platz 1646. Ja, gut. Okay, ja. Ja, gut. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich würde sagen, das war's für diese tägliche Herausforderung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mini Motorways. Tschüss.